Hallo, hier ist Markus Happ. Ja, heute will ich mal wieder ein aktuelles Video machen aus christlicher, biblischer Sicht, und zwar über die Islamisten-Demo, die ja vor einigen Tagen in Hamburg gelaufen ist. Ich selbst komme aus Hamburg, bin dort zur Schule gegangen und habe dort auch studiert, bin dort Christ geworden, und mich hat das schon sehr erstaunt, dass jetzt dort vom Staat zugelassen eine Demo läuft, wo 1100, hauptsächlich Männer, ein Kalifat fordern für Deutschland. Wir wollen uns anschauen, was das bedeutet. Ich will euch auch eine Umfrage von INSA zeigen, wie Deutsche über den radikalen Islam in Deutschland denken. Aber ich möchte auch vorweg sagen, dass ich persönlich und wir nichts als Christen gegen Moslems haben, sondern wir lieben alle Menschen, wie Gott alle Menschen liebt. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben zur Errettung jedes Menschen. Und ich will auch dazu etwas sagen, wofür wir beten sollten. Wir müssen Fürbitte tun für diese Situation, weil Gott unsere Gebete erhört und auch solche Menschen, die hier in Hamburg geschrien haben, Allah Akbar und Kalifat für Deutschland, auch sie können die Liebe Gottes zu sich erkennen und dass Gott eine Tür durch Jesus eröffnet hat in den Himmel. Gib doch ein Like für das Video, abonniere auch meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine Videos verpasst. Also hier lief eine Demo und es wurde dort gesagt, Kalifat ist die Lösung. Organisiert wurde diese Demonstration von Muslim Interaktiv, einer Gruppe von 20 bis 25 jungen Moslems, die vom Verfassungsschutz bereits beobachtet werden, und sie erreichen Zehntausende über ihre sozialen Plattformen, und zum Teil werden ihre Videobotschaften sogar von Millionen Klicks begleitet. In Hamburg leben ca. 200.000 Muslime. Mich hat das sehr erstaunt. Ja. Dazu muss man sagen, die meisten Moslems sind friedlich. Ja. Und sie wollen einfach in Frieden leben, für ihre Familien sorgen. Aber dann gibt es eben auch radikale Anhänger des Islam, die ein Kalifat fordern und die einen Anspruch der Weltherrschaft, einen absoluten Anspruch des Islam haben. Und wir sehen hier die größten Gebiete des Islams, etwa 1,5 Milliarden Menschen, ja, hängen der Religion an, die Mohammed 600 nach Christus begründet hat. Ja. Jesus hat gesagt, nach mir kommen falsche Propheten, falsche Prophetien. Ja. Und Gott hat einen neuen Bund gestiftet durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und er ist auf die Erde gekommen, wie wir glauben als Christen, um sein Leben als Ersatzopfer zur Vergebung der Sünden aller Menschen zu geben. Was ist Kalifat? Kalifat bedeutet hier, ich lese das einmal auf Arabisch, Nachfolge und Herrschaft. Und es fordert das Amt eines Kalifen unter Allah, ja, dem Gott des Islam. Und wir glauben, dass Gottes Name Yahweh ist. Gott hat sich offenbart, Moses auf dem Berg Sinai. Ich bin, der ich bin, sollst du zu Pharao sagen, hat dich gesandt. Und auch Jesus zitiert den Namen Ich bin, Yahweh, in Verbindung mit sich achtmal im Johannesevangelium. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Jesus hat göttliche Aussagen für sich in Anspruch genommen. Und Mohammed kannte nicht einmal den richtigen Namen Gottes. Ja? Allah war der Stammesgott von Mohammed. Ganz interessant. Also hier fordern die Islamisten, dass eben hier ein Kalifat errichtet wird und dass dieser Gottesstaat aufgerichtet wird. Ganz schön erstaunlich. Wir glauben, dass wir wirklich in Liebe allen Menschen begegnen müssen. Jesus sagt in der Bergpredigt, mich hat es nochmal tief berührt, auch wie wir Moslems entgegnen müssen. Matthäus 5, 44, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch verfolgen und beleidigen.
In Syrien, Iran, Irak, in vielen der muslimischen Länder werden Christen verfolgt. Und das, was hier Moslems tun können in Deutschland, dass sie also lautstark ein Kalifat ausrufen und Deutschland verwandeln wollen in einen islamischen Staat nach islamischen Gesetzen. Wenn Christen das in ihren Heimatländern wie Syrien, Irak, Iran tun würden, dann würden sie schnell verhaftet werden und ins Gefängnis kommen. Viele verschwinden, werden getötet für den christlichen Glauben. Also es ist unglaublich, was hier auch in Deutschland geschieht. Und hier sehen wir das wieder. Diese Demonstration war sehr gut organisiert. Hunderte von Plakaten wurden verteilt mit den Aufschriften Staatsräson tötet. Damit meinen sie die Beziehung Deutschlands zu Israel. Weil sie fordern auch die Auflösung Israels. Sehr, sehr viele fordern den Tod vom jüdischen Volk. Nein zu einer Wertediktatur, ja, unserer Bundesrepublik. Also das sind Dinge, die sie hier fordern, die unglaublich sind, dass das hier überhaupt unser Rechtsstaat erlaubt hat. Was mich auch erstaunt hat, ist hier, an deutschen Schulen konvertieren mittlerweile viele Schüler zum Islam aus Angst vor Verfolgung und vor Schlägen und Prügeleien. Und Eltern deutscher Kinder wenden sich mittlerweile an Beratungsstellen, weil christliche Kinder sich zum Islam konvertieren wollen, weil sie nicht mehr Außenseiter sein wollen. Der Grund ist, dass die Zahl muslimischer Kinder seit Jahren drastisch zunimmt. Also wir haben in Berlin Schulen mit 60-80% ja, Moslems und wo mittlerweile deutsche Kinder in der Minderheit sind. Und wir erleben, dass hier auch die Plätze mittlerweile besetzt werden von Moslems. Und da sind natürlich auch Einschüchterungsversuche gegen Deutsche und gegen die Regierung. Also wir haben ja unsere Gemeinde Neues Leben Berlin in Berlin-Lichtenberg, Hohenschönhausen, mitten im Plattenbaugebiet. Und wir erleben, dass der große Park, wo wir jetzt auch am Sonntag unseren ersten Open-Air-Gottesdienst feiern, wir werden dort wieder bestimmt mindestens 100 Moslems haben und dann 100, 200 Deutsche aus und auch Deutschland Russen aus allen Völkern. Und ich will euch einfach sagen, dass wir die Liebe Christi allen Menschen erweisen. Wir haben in unseren Festivals, Open-Air-Festivals, bis zu 600 Menschen gehabt, immer ein Drittel Moslems. Und sie staunen über die Liebe von uns als Christen, dass wir ihnen mit ihnen essen und trinken. Und ich predige frei das Evangelium Jesu. Und wir erleben einfach wirklich auch Gunst und Gnade mit Moslems. Andererseits erleben wir wachsende Gewalt, auch in Berlin. Ich habe jetzt mehrfach gehört, wie Menschen zusammengeschlagen wurden, ja, und durch Gangs von Jugendlichen. Bei uns brannten die Toiletten, wurden niedergebrannt. Auch die, unsere Bank, Berliner Sparkasse, nur 200 Meter von unserem Gemeindezentrum. Die Polizei hat nicht rausgefunden, wer es ist. Aber wir erleben, dass hier wirklich Gangs sind, auch Clanwirtschaft. Und wir haben es selbst erlebt, Silvester, dass eben hier die Polizei beschossen wurde, auch von radikalen Moslems. Und das sind Dinge, für die wir beten müssen, dass Frieden kommt und dass diese Dinge aufhören. Dass auch Menschen mit islamischem Hintergrund erkennen, dass Hass und Gewalt und Mord und Totschlag niemals von dem Schöpfer Gott kommt. Gott ist Liebe. Jesus hat gesagt, betet zu eurem himmlischen Vater, dass sein Reich auf der Erde kommt. Sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Liebt Gott mit ganzem Herzen euren Nächsten wie euch selbst. Also hier ist eine interessante Aussage von Reichelt. Er sagt, Julian Reichelt, zu einem Post der Innenministerin, dass diese Islamistendemonstration schwer erträglich ist anzuschauen. Es ist gut, dass die Hamburger Polizei eben Straftaten entgegengewirkt hat. Und er sagt, Nancy Faeser sagt hier die Unwahrheit. Die Polizei hat nicht entgegengewirkt. Es wurde offen und ungehindert zum gewaltsamen Umsturz hier in Deutschland aufgerufen.
Und man hätte ja diese Demonstration sofort auflösen können, wenn man sich das mal überlegt. Und man hätte die ganzen Demonstrierenden, die solche Schilder hochhalten, die gegen das Grundgesetz in Deutschland sind, erstmal festnehmen können und die Personalien einfordern. Und wenn man sich überlegt, dass Deutsche, Bundesbürger, ja, also Verfolgung erleben, denken wir an den Prozess von Björn Höcke in Halle, den er mittlerweile, Gott sei Dank, gewonnen hat. Wegen nur einer Aussage, ja, erleben wir eine Propagandaschlacht gegen die Opposition der Ampelregierung. Das ist wirklich unglaublich. Ja? Oder denken wir an Korrektiv, die in Potsdam eine Podiumsdiskussion, oder besser gesagt eine ganz normale Diskussionsrunde zu einem Gesellschaftsproblem, nämlich illegale Einwanderung, gehalten hat. Und sie haben es verglichen mit der Wannsee-Konferenz, ja, wo die Endlösung der Judenfrage von den verbrecherischen Nazis abgehalten wurde. Und das ist, wie ich finde, wirklich eine Schande, dass mittlerweile 30% der Bürger, ja, sehr, sehr schnell in eine rechtsradikale Nazi-Ecke gestellt werden. Und andererseits lässt man Muslime, die also hier nach Deutschland geflohen sind, Terror machen gegen Israel und ein Kalifat ausrufen. Ich glaube, das ist sehr, sehr bedenklich, was hier in unserem Land passiert. Die Welt hat dazu geschrieben, sehr interessanter Artikel, ich habe mehrere gelesen zu dem Thema, das Kalifat kommt nicht, man lässt es einfach kommen. Und wir müssen beten, dass diese Dinge in Deutschland wirklich verboten werden, aufgedeckt werden und dass hier auch die, die solche Dinge propagieren, in die Schranken gewiesen werden und sogar außer Landes verwiesen werden. Viele der jungen 1100 Männer haben mittlerweile deutsche Pässe. Und das ist eine schlimme, gefährliche Entwicklung. Interessant ist diese INSA-Umfrage. 3/4 lehnen anti-westlichen Islam in Deutschland ab. Idea Spektrum hat diese Umfrage gemacht. Bürger insgesamt, 73% sagen nein. Also gewalttätiger, radikaler Islam gehört nicht zu Deutschland. Hier sehen wir das bei den Parteien. SPD 72%, Grüne 65%, AfD 84%. Also die Parteien, die Wähler liegen gar nicht weit auseinander. Das Paradoxe ist, dass Angela Merkel und die CDU und SPD-Regierung das alles bewirkt haben, dass Deutschland zu einem Immigrantenmagneten Nummer 1 in Europa geworden ist. Und jetzt die Ampelregierung hat also eine so offene Policy der Einwanderung von Menschen aus islamischen Herkunftsländern, aus Afghanistan. Ja? Wir haben mittlerweile 10 Millionen Einwanderer 2015 und davon sind so viele, auch radikale Moslems. Und das ist etwas, wofür wir beten müssen, dass auch solche Menschen, die hier sich nicht integrieren und die hier radikale Thesen vertreten, wieder ausgewiesen werden. Und wir müssen beten, dass hier Weisheit und Vernunft in Deutschland regiert, dass eben sogar auch Pässe wieder eingezogen werden von solchen Menschen. Nach Konfession sehen wir hier 79% evangelisch-landeskirchliche Christen sagen, nein, radikaler Islam gehört nicht nach Deutschland. Evangelische Freikirchen 62%, katholisch 74%. Und sogar islamische Menschen in Deutschland sagen 43%, wir wollen das nicht in Deutschland. Viele sind geflohen aus Syrien, Iran, Afghanistan, vor radikalen Moslems. Niemand flieht aus christlichen Ländern in islamische Länder. Und viele Türken, mit denen wir schon seit Jahrzehnten friedlich zusammenleben, sind auch besorgt und sagen, sie wollen nicht diese radikale Agenda von Islamisten, die eben ein Kalifat fordern in Deutschland. Sehr, sehr interessant. Ein Buch, das ich interessant fand hier, Stefan Schubert,
über die Gefahren hier. Ich will jetzt den Titel nicht nennen auf YouTube. Schaut euch das an. Sehr interessante Studie. Und er sagt eben, dass hier eine Gefahr ausgeht in Deutschland von Araber-Clans, ja, und hier einen Krieg zu führen gegen unsere Regierung und gegen unsere Demokratie. Und dagegen müssen wir als Christen beten. Also ich möchte in diesem Video sehr stark das Gebet betonen. Paulus sagt in 1. Timotheus Kapitel 2, Verse 1 bis 6, ich ermahne euch vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen und für alle, die in Obrigkeit und Hoheit sind. Das sind Präsidenten, Politiker, ja, und auch Leiter in unserem Land. Dies ist angenehm vor unserem Heiland, Rettergott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Vor 2000 Jahren ist Gott Mensch geworden. Gott wurde Mensch in Jesus Christus, in der Jungfrau Maria. Und er hat ein Ersatzopfer zur Vergebung der Sünden gegeben. Auch für Moslems, für alle 8 Milliarden Menschen. Und Paulus sagt hier, betet für alle Menschen, auch für radikale Moslems, dass sie die Liebe Gottes in Jesus Christus erkennen und dass sie gerettet werden. Mich hat das berührt, dass eben auch ein Sohn, der Gründer von Hamas, Christ geworden ist. Auch Taliban, viele der Anhänger von Taliban und von Hamas, führende Leiter, sind mittlerweile Christen geworden, weil sie Träume und Visionen von Jesus Christus bekommen haben. Und das ist etwas, wofür wir beten können. Wir müssen Moslems mit der Liebe Gottes begegnen. Wir müssen beten, dass ihre Augen geöffnet werden, dass der letzte wahre Prophet, der Sohn Gottes, 600 Jahre vor Mohammed kam. Und Mohammed kann niemanden vor Sünde erretten. Das kann nur Jesus Christus. Jesus ist der Weg zu einem heiligen Gott. Er ist die Tür in den Himmel, ins ewige Leben. Und das müssen wir auch Moslems predigen. Ich werde das am 5. Mai auf unserer großen Wiese im Welsekiez in unserer Region in Berlin-Hohenschönhausen tun. Und betet bitte dafür, dass viele, viele, viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen und dass auch Frieden kommt in Berlin und Deutschland, sozialer Friede, und dass diese religiösen, negativen Geister gebunden werden, die versuchen, Unruhe zu stiften. Jesus sagt in Johannes 10,10, der Teufel kommt nur zu töten, zu stehlen, zu zerstören. Ich aber bin gekommen, damit ihr Leben habt. Überfließendes Leben. Und dieses Leben ist göttliche Qualität. Ein Leben in Frieden, in Liebe und in Beziehung mit Menschen. Vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast. Abonniere doch auch meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine Videos verpasst. Du kannst unsere Arbeit auch unterstützen durch eine Spende. Neues Leben e.V., das ist unsere evangelische Freikirche in Berlin. Wir sind dankbar für jede Spende unserer Medienarbeit. Und schreib mir doch eine E-Mail an info@neuesleben.berlin. Schreibt auch eure Kommentare, was ihr dazu sagt und wie wir hier wirklich die Stimme dagegen erheben müssen, dass solche Dinge hier in Deutschland propagiert werden. Wir brauchen den Schutz unserer Demokratie und auch unseres Grundgesetzes und unserer christlichen Werte. Und ich glaube wirklich mit ganzem Herzen, dass Gott auch die Herzen von Moslems mit seiner Liebe erreichen kann. Viele Tausende sind zum Glauben an Jesus gekommen, auch in Deutschland. Und wir haben Bibelschulen, auch unter Persern, unter Arabern. Wenn du eine Bibelschule machen willst, schau dir unsere Bibelschule an unter www.isddbibelschule.de. Wir sind die größte Videobibelschule der Welt mit Studienordnern, auch internationalen Diplomen. Und wir haben auch Bibelschulen in Deutschland auf Arabisch, auf Persisch und in vielen anderen Sprachen, natürlich auch auf Deutsch. Danke, dass du das Video angeschaut hast.
Gottes reichen Segen. Und danke für dein Abo meines YouTube-Kanals.